Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oder besser gesagt, in ein paar Sekunden. Ich habe das Spiel mal noch nicht gestartet. Ich dachte, wir starten da mal gemeinsam rein. Ich weiß, dass der ein oder andere das schon seit heute Morgen streamt oder aufnimmt. Ich habe mich ultra auf dieses Spiel gefreut, auf Tears of the Kingdom. Endlich ein neuer Zelda-Teil. Ja, wieder 100 Spielstunden, die demnächst auf mein Konto gehen. Ja. Viele haben sich darauf gefreut, viele haben es erwartet, es hat lange jetzt gedauert, aber es ist endlich da. Tears of the Kingdom. Ich kenne bisher nur den Trailer, ich habe bisher sonst nichts von dem Spiel gesehen. Also ich weiß nicht, was uns erwartet, außer von dem Trailer her. Und ich würde sagen, starten jetzt einfach gemeinsam rein. Den ersten Teil übrigens, also den Vorgänger zu dem hier, habe ich übrigens durchgespielt, also Breath of the Wild. Es ist nicht so, dass mir die Infos da fehlen. Ich sag jetzt schon mal, wenn irgendwer meint zu spoilern, der wird aus meinem Chat gebannt. Sowohl bei YouTube als auch bei Twitch, das sage ich jetzt schon mal. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Und damit können wir dann jetzt auch endlich spielen. Ich glaube, ich setze mich auf die linke Seite. Falls ich da noch was ändern muss, mache ich das im Verlauf des Let's Plays bzw. des Streaming-Formats. Aber ja, wir gehen da jetzt runter zu Zelda. Die, die wir bei Breath of the Wild gerettet haben. Im Übrigen, der erste, der mir hier auch mit Speedrun-Zeug kommt, ne? Wo man einfach nur die Hälfte vom Spiel skippt, wie man es bei Breath of the Wild konnte. Den bann ich genauso aus dem Chat. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Das ist Ganon wahrscheinlich zu verdanken. Wir müssen tiefer hinein. Es könnte Den ziemlich anderen Grund gefährlich könnte ich werden. mir jetzt aus Aber dem wenn Gedächtnis du heraus bei nicht mir bist, habe vorstellen. ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Ach ja, es geht natürlich übrigens wie bei anderen Projekten, wenn irgendwie eine Filmsequenz ist, dann packe ich den Avatar kurz an die aus dem Bild, dass ihr da Bescheid wisst. So, ich habe jetzt mal nur kurz mein Mikrofon ein bisschen leiser gestellt. Weiter geht's. Wir haben das Master Schwert direkt von Anfang an. Das würde uns wahrscheinlich sofort weggenommen. Ne, Zelda? Die Frau, die braucht ein bisschen. Was ist denn Zelda? Es leuchtet. Gute Idee. Immer vorsichtig und bloß nicht das Schwert werfen.
Wir haben ja unsere Lampe. Ich glaube einfach während der Intro-Sequenz lasse ich den Avatar mal komplett weg. Sonst kann ich ihn alle 5 Minuten wieder an- und ausmachen. Ihr seht den Avatar wieder, sobald das hier rum ist. Ich habe keinen Bock, den Avatar alle 2 Minuten an- und auszuschalten. Ja, welch kurioser Ort. Sieht wirklich ein bisschen kurios aus. Okay, dann mal weiter im Text, Prinzessin. Ja, wir schauen uns gerade irgendwie jede Statue an. Lange Ohren? Ich dachte, das gehört zum Mantel. Oh, der erste Gegner. Alles in Ordnung, Link? Ja, alles in Ordnung. Wandbilder. Cool gezeichnet. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Den wird auch jetzt noch mal geben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht.
Ich kann damit Ich versuche gerade so wenig wie möglich zu reden, aber Link scheint das alles voll egal zu sein. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Oh, ich bin schon so gehypt, ne? Ey, im Übrigen, für die Twitch-Gemeinschaft hier. Ich werde die nächste Woche jeden Tag ausnahmsweise mal dieses Spiel nur streamen. Abgesehen vom Wochenende, dass ihr da Bescheid wisst. Und ich werde dann auch immer so mindestens 2 bis 3 Stunden streamen. Ich weiß noch nicht, wie ich das bei YouTube handhaben werde. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Die leuchtet alles so schön rot, Prinzessin. Ja, genau, lauf mal. Wo du willst dir eigentlich alles in Ruhe angucken, ne? Die Musik hier ist ja auch überhaupt nicht unheilvoll. Oh, da geht's weit runter. Wie gesagt, der Avatar kommt wieder, sobald die Intro-Sequenz bzw. der Vorspann hier weg ist. Da ist ein schöner großer Kristall. In Ordnung. Was ist das? Der Dämonenkönig. Ganondorf. Das kenne ich schon aus einem der Trailer. Gruselig. Aua! Und Masterschwert kaputt. Der musste erstmal was rauslassen, der Junge.
Ja, da ist was kaputt gegangen, ne? Da hat jemand den Bauunternehmer nicht richtig bezahlt. Oh, jetzt haben wir den endcoolen A, den man schon aus dem Trailer kennt. Ist meine Kleidung hin? Du bist also erwacht, Link. Zelda hat mir viel von dir berichtet. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. So, ab hier würde ich dann den Avatar auch wieder reintun. Ich glaube, das Master Schwert ist broken. Das ist unnütz. Also ich hole ihn nach den Sequenzen wieder rein. Das meine ich. Das ist kaputt. Das sollte ich trotzdem kaputt kriegen, oder? Ich weiß, wie man angreift. Ich musste mich ja gegen die einen Viecher gerade eben schon verteidigen. Was habe ich da aktiviert? Das Rad. Okay, ich begrenze mich mal mit Avatar aus dem Bild ziehen, wirklich nur auf Filmsequenzen. Ab dem Punkt hier. Kann ich wenigstens noch aufladen? Ja, auch wenn das Ding komplett Fratz ist. Ich habe das beste Schwert von allen. Oh ja. Okay, spieltechnisch noch alles wie bei Breath of the Wild. Rein da. Mal, wie viele Dinge soll ich denn noch runterhüpfen? Jedes Mal bei einem Sturz ins Wasser keinen Schaden kriegt, das weiß ich noch. So, was haben wir denn hier? Eine Hose schon mal. Wir haben einen Rock. Musste gerade nochmal die Sprint-Taste finden. Ich habe Breath of the Wild zwar durchgezuchtet, aber es ist lange her. Ich wette auf eine Filmsequenz.
Irgendwie hat sich die Welt verändert. Wir werden sehr viel Spaß mit diesem Game haben. Rein da! Im Übrigen, die Faustregel mit aus großer Höhe ins Wasser fallen, man kriegt keinen Damage, beziehungsweise man würde sich nicht verletzen. Das ist Humbug. Ab einer bestimmten Höhe ist Wasser wie Beton. Okay, ich sehe da hinten jetzt schon was, das mich interessiert. Ich habe einmal zu viel gedrückt. So. Da ist eine bessere Waffe. Ein Zweig. Die hat halt tatsächlich mehr Angriff. Ich denke mal nicht, dass man das Master Schwert ablegen kann. Kann ich damit denn noch den Baum hacken? Ja, damit kann ich zumindest noch den Baum hacken. Also ist immer noch scharf wie sonst was. Oh, da war was. Wo ist der Käfer hin? Ich lasse mich von dem Käfer ablenken, Leute. Ich will halt alles mitnehmen. So wie bei Breath of the Wild. Einfach alles nehmen, was man findet. Schon mal so viel wie möglich an Ausrüstung gönnen. Ein Himmelspilz. Oh. Der wird mir super schmecken. Ich weiß noch, wie schnell diese Routen kaputt gehen. Das Traurige ist, sie sind halt gerade stärker als mein Schwert. Hallo? Ja, das kehrt ja wieder. Alpha-Krieger-Konstrukt, Horn. Und eine Sonau-Energiesphäre. Ach, kämpfen wir jetzt gegen die Machenschaften der Sonau-Gesellschaft? Das war ja diese eine Kultur, die Zelda ansprach. Ah, eine bessere Waffe. Die richtig krassen Waffen kommen ja noch. Die Steuerung ist auch ganz leicht anders als bei Wild. Musste ich schon merken. Also zumindest was die Standardtasten angeht. Deswegen drücke ich hier auch ab und zu die falsche Taste. Du stehst doch auf. Habe ich nicht recht? Was ist das? Ich muss gerade den Filter hier noch mal ein bisschen umstellen. So. Das ist ein Diener? Oh! Nett, dass ich das Ding auch wieder sehe. Das stimmt ja, nicht mehr Sheikah Slave, sondern hier das andere. Hat sich auf meiner Brust die Umgebung wieder gespiegelt?
Das Pura-Pet. Natürlich muss ich das haben. Wo bin ich hier überhaupt? Und ja, ich bleibe auf der linken Seite. Der Garten der Zeit? Okay. Was für trostlos. So ein wunderschöner Ort hier. Wäre hier nicht so wenig zu essen, könnte man hier wohnen. Ach, dafür gibt es jetzt auch eine Schnelltaste. Kann mir ja mal angucken. Okay, die Map ist riesig. Ich vergesse den Himmelsinsel. Da will ich hin. Ich könnte ja einen Sprung nach unten wagen. In diesen Tümpel da. Aber ich weiß, wie das ausgeht. Ja, um hier von den Inseln runterzukommen, brauche ich wahrscheinlich wieder erstmal den Gleiter. Hallo? Das ist ein kaputtes Etwas. Ich dachte, das Ding will auch mit mir reden. Ich weiß, wie ich meine Waffe werfen kann. Ich habe einen Krug. Ja. Tut mir leid, Leute. Ich bin ein Link. Ich kann nicht anders. Ein Link muss Krüge zerstören, wenn er sie sieht. Ja, bin ich. Ja, möchte ich. Bin noch nicht unerwünscht. Ja klar, ich weiß, Zielerfassung ist immer gut. Was passiert, wenn ich dich haue? Klar. Okay, ich lasse dich mal in Ruhe. Du musst bestimmt hier runterspringen, oder? Hoppa! Ich glaube, selbst auf dem Blatt hätte ich Schaden bekommen. So, da sehe ich schon mal einen dieser Wächter. Da hinten hätte ich ausweichen müssen. Danke. Ich nehme jede Waffe, die ich kriegen kann. Nach Möglichkeit versuche ich erstmal die Routen nur zu nutzen. Oh, schade. Der ist nicht geflitscht. Ich wollte ihn über den See flitzen lassen. Ich hab Hunger. Ich brauch Fleisch.
Ich habe ja leider noch keinen Bogen, ne? Bin ich eine Taube? Ja, ich muss wen werfen, sonst fliegen die weg. Ein bisschen schade. Shining, nicht vergessen, wo du eigentlich hin wolltest. Aber ich will hier erkunden. Ich will wissen, was es zu finden alles gibt. Komme ich überhaupt wieder hoch? Darum mache ich mir später Gedanken. Was seid ihr denn für komische Vögel? Ich kenne ihn noch gar nicht. Die halten auf jeden Fall ein bisschen was aus. So, da ist ein Ausdauerpilz, ne? Ja, der Ausdauerling. Falsche Taste. Ach, kann ich auch auf die reiten? Werde ich, will gucken, ob ich auf die reiten kann. Bleib doch hier. Tu dir nix. Wo ist der jetzt hin? Da hinten. Das sind aufgeschreckte Hühner. Na gut, die haben gesehen, wie ich einen hier auf Freunde umgenietet habe. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Noch ein paar Pilze. Dann kletter ich mal wieder hoch. Im Bestfall lebend. So, dann gehen wir mal wieder in die Richtung, die wir eigentlich sollen. Will ich doch erst da hinten erkunden? Das ist, glaube ich, eine Säule. Dieser Erkunderzwang. Er ist halt immer fortgehend bei mir vorhanden. Ich will Sachen finden, die nicht da sind. Ist hier denn irgendwas? Da ist auf jeden Fall wieder so eine Statue. Wieder so eine Energiesphäre, die baue ich später wahrscheinlich irgendwie. Gib mir Rupies. Oh ja, Chilischoten. Später für die eisigen Gebiete. Gut, dass man die schon mal gefunden hat. Oh, spätestens wenn ich da hoch will. Oh, ein Kochtopf. Easy. Warum darf ich den nicht nutzen?
Wir haben einen Fleischspieß. Da war nur ein Fleisch drunter. Haben wir doch mal was richtig Würziges. Das wird überhaupt nicht auf der Zunge schmelzen. Scharfe Bratchilis. 12 Minuten Kälteschutz. So, 2 Äpfel und 3 Pilze. Obst mit Pilzen. Lecker. Haben wir doch direkt noch ein paar. Brauche ja auch was zum Heilen. Keine Sorge, Leute, mir geht's gut. Auch wenn ich mich nicht so anhöre. Ich habe noch einen Pilz. Den nehme ich in die Hand und stopfe ihn da rein. So, dann mal weiter. Jetzt habe ich ja ein bisschen was, womit ich mich hochreihen kann. Falsche Taste. Ich habe eher zum Sprinten im Kopf von Monster Hunter, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich das in letzter Zeit so viel gespielt habe. Ich habe doch noch nicht mal was gemacht. Auch dann direkt wieder so aufgescheucht weg. Die sehen mich an und fliehen schon. Oh, kann ich den Felsen gut nutzen? Ich kann ihn in der Richtung gut nutzen. Die haben wir aber leider daneben geworfen. Ich hab Kacke gebaut. Warum machen mich diese Vögel so nervös? Ihre Nervosität ist ansteckend. So, ich erinnere mich, wenn man sich anschleicht, dann kann man richtig doll reinhauen. Wieso hast du dich umgedreht? Den brauchst du doch eh nicht. Erstmal dich platt machen. Erstmal den hier. Der hat seine Waffe nicht verloren. Erwischt! Jetzt habe ich einen Ast. Und weg sind sie. Die ersten Gegner sind ja noch richtig easy. Oh, da kann ich wieder kochen. Hab ja nur noch nicht viel gesammelt. Wenig bis gar nichts. Und danke, dass du mir den Himmelspilz geröstet hast, Kollege. Danke. Ja, ihr seid so gesehen meine Tutorial-Guides. Ich habe Breath of the Wild durchgespielt, also weiß ich schon, was ich tue. Ich habe mich da überhaupt nicht mehrere Male dumm und dämlich umgebracht. Jetzt habe ich einen eurer Freunde was getan. Ist da eine Klippe? Wenn ja, dann komme ich euch hinterher. Nee. Das ist den Aufwand nicht wert.
viel Platz habe ich noch? Ich kann noch eine Route mitnehmen. Ich sehe da ein Konstrukt. Da ist bestimmt was für mich. Stellt euch drauf ein, Leute. Ich lasse mich sehr leicht ablenken. Die, die länger mir schon zuschauen, wissen das auch. Dass ich mich sehr leicht ablenken lasse. Wie zum Geier komme ich da dran? Kann ich mich da dranhängen? Nein. Da komme ich doch nicht hoch. Da brauche ich nur irgendein Item für. Was ich jetzt gerade noch nicht habe. Dann jetzt weiter. Muss da lang. Muss ja zu diesem Tempel da. Das ist auch nochmal ein interessanter Ort, wo ich hin will. Hier sieht alles so interessant aus. Sag ja, über 100 Spielstunden mindestens. Allein schon wegen Erkunderzwang. Was willst du, hä? Danke für den Schild. Und ich habe endlich ein Schwert. Ein anständiges. Naja, was ist anständig? Immer kommt das Masterschwert auch irgendwann noch zurück. Konnte ja auch beim alten Teil zerbrechen, aber das kam dann nach einer bestimmten Zeit wieder. Jo, das muss ich begrapschen. Das will sich nicht begrapschen lassen. Es sagt nein. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Entschuldigung, dass ich deinen Arm gemobst habe. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal. Ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Okay, ciao. Wieder mal 120 Tempel oder noch mehr? Wie viel darf ich mir denn jetzt vornehmen? Oh, Gottes Willen. Die muss ich mir ja selbst markieren, ne? Ich suche Taste eventuell dafür.
Einmal markiert. Vielleicht sehe ich auch noch die anderen Tempel. Da oben sehe ich was leuchten. Es sind wahrscheinlich drei oder vier. Da ist auch etwas, was interessant aussieht. Also wir müssen ja jetzt sowieso erstmal diese Tempel finden. Da kriegen wir dann auch wahrscheinlich die Fähigkeiten hier für den Arm. Ich will, warum auch immer, immer noch mit R sprinten. Aua. Okay, dich sehe ich. Oh, Pfeile. Ja, schon mal sammeln. Warum auch immer hier Pfeile stecken. Ich nehme sie. Hauptsache, ich habe erstmal welche. Sind hier noch mehr Pfeile? Da liegt, glaube ich, noch was. Nee, das sieht nur so aus. Hier sind echt viele Pfeile. Du hast wahrscheinlich einen Bogen. Ich sehe das von hier aus nicht, aber du hast wahrscheinlich einen. So, und wehe, du guckst nach hinten. K.O. Okay, wir haben zumindest schon mal einen Holzbogen. Jetzt mal hier erstmal die Taste suchen. Dass man Bögen aussucht. Ich bin es halt gewohnt, dass es bei Wild die obere Pfeiltaste war, aber hier ist es die nicht. Hier habe ich halt auf der oberen das Essen und so weiter. Ich will an einen höheren Ort. Ich will diese Teile aus der Entfernung sehen können. Ich weiß schon, was ich bei dir zu tun habe und es wird mich nerven. Weil diese Drachen gab es schon beim vorherigen Spiel und die waren ultra nervig. Leuchtet das Wasser? Okay. Dann will ich jetzt mal das mit dem Pfeil üben. Wie gesagt, lange her. Ich ziehe dir auf die Birne. Volltreffer! Das hat er nicht kommen sehen. Der ist ertrunken. Ich werf den Stock weg und nimm den mit. Habe ich einen neuen und frischen. Frisch, jung und knackig. So mag ich auch meine Äpfel. Was habt ihr denn gedacht, ihr Perversen? Habt ihr gedacht, ich mache was anderes mit jung, frisch und knackig? Okay, Sportlinge. Darf ich schon mal sammeln? Ich meine, die konnten Bewegungstempo erhöhen, wenn man sie im Gericht drin hat. Ich brauche noch irgendwas zu, das mir beim Springen hilft. So, bevor ich reingehe, kann ich von hier aus eventuell noch einen weiteren Tempel sehen? Dich konnte ich von da hinten zum Beispiel nicht sehen. Einmal darauf achten, wenn es grün leuchtet, dann haben wir einen Tempel. Ich sehe da auf jeden Fall irgendwie so ganz leicht was grün leuchten, aber ich sehe es durch die Wolken nicht perfekt.
Den da oben habe ich mir markiert. Ich könnte nach da unten springen, das wäre ein Steilflug. Können die Wolken sich mal verziehen? Ich kann hier mal auf den Tempel klettern. Sich wahrscheinlich noch mehr. Da leuchtet zumindest was. Ist schon mal markiert. Ich weiß nicht, kam ich da raus? Ich markiere es mir mal. Weil da leuchtet was. Ach, die werden irgendwie ein Teil von dem Rätsel sein. Ich habe es mir mal markiert. So, interessante Orte markiert. Rein in den Schrein. Ist überhaupt nicht für Link wahrscheinlich verstörend, den Arm von jemand anderen jetzt auf einmal so aus heiterem Himmel an sich dran zu haben. Ah, diese blauen Punkte sind wahrscheinlich Teleportpunkte. Okay, die Schreine hier sind ganz anders aufgebaut. Ach, guck mal, ihr seht nochmal auf der Karte, wo die Schreine sind. Ja, für die, die sich das Let's Play dann hinterher auf YouTube angucken, die können ja da ihre Schreine suchen. Jetzt erst, also gerade eben erst habe ich gesehen, was sie mit langen Ohren meinte. Kamehameha! Die Ultra-Hand. Auf jeden Magnet, nur ohne dass ich nicht unbedingt was aus dem Metall brauche. Okay. Okay, mit L. Wenn ich gedrückt halte, darf ich mir wahrscheinlich aussuchen. Ja, wieder Magnet. Nur, dass ich nicht unbedingt Metall brauche. Ich habe gesehen, dass man es drehen kann. Du bist länger, oder? Ah, warte mal. Ich muss euch irgendwie voneinander trennen. Ich schmeiß euch mal da runter. Ich muss die doch irgendwie wieder trennen können, oder? Ich habe Mist gebaut. Hey, ich versuche es umzuschubsen. Ich versuche mal was ganz Verwegenes, wenn ich schon Mist baue. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dran springen und haften bleiben? Irgendwie muss man das doch trennen können, oder?
Und dann muss ich jetzt dafür extra nochmal rausgehen. Ich hab halt Mist gebaut. Ich hab's nicht so gemacht, wie man es tun soll. Einmal kurz raus und wieder rein. Vielleicht resettet es. Dann muss ich die Sequenz jetzt nochmal. Nee. Ich muss nur warten, bis das rum ist. Ja, ich weiß, mit der Ultra-Hand. Ja, gerade eben habe ich sie nicht intelligent eingesetzt, war das Problem. So, diesmal habe ich es intelligent gemacht. Aber irgendwie muss man diesen Superkleber doch auch wieder voneinander trennen können, oder nicht? So, einmal drehen. Und loslassen. Können ja sogar noch mal länger machen. So, Leute, jetzt habe ich den längsten. Wortspiel nicht beabsichtigt. So, und damit komme ich doch bestimmt da oben dran. Ich sehe die Kiste halt. Sie ist nicht unsichtbar. Passt. Ich habe es genau so gemacht, wie es gewollt ist. Mann, ich habe auf ein Hemd gehofft. Ich weiß nicht, ob ich dich brauche. Ich nehme dich mal mit. Okay, jetzt soll ich auf jeden Fall irgendein komisches Konstrukt basteln. Sehe du jetzt schon. Es hängt dran. Ist bestimmt so gedacht, wie ich es gerade getan habe. Okay, ich sehe auf jeden Fall, wie das gewollt ist. Das müsste da dran. Wie kriege ich denn das von der Kette ab? Kann ich die Kette auch greifen? Nee. Wieso stehst du eigentlich wie ein Fels perfekt? So, flach. Ich muss das Ding ja auf jeden Fall da dranhängen. Das wird mir ja da oben vorgezeigt. Oder kann ich auch das greifen? Nee, ist so weit weg. Wie kriege ich dich da ab? Ich glaube, ich hätte das gar nicht erst damit verbinden dürfen. Weil so ganz normal käme ich nicht drüber. Hier komm, einmal Lemming. Einmal ein Sturzflug.
Der muss doch drin sein. Ich will es jetzt nicht wieder von vorne machen müssen. Wir versuchen einfach mal Trick 31. So, jetzt habe ich einen riesigen Pfannenwender. Der wird genutzt. Scheiß drauf, wie es eigentlich gemacht werden soll. Ich mache mir meine eigenen Wege. So war es 100% nicht gedacht. Aber ich mache mir halt meine eigenen Wege. Wenn man einmal weiß, wie es funktioniert. Aber irgendwie muss man das doch auch wieder voneinander trennen können, oder nicht? Was muss man denn tun, wenn man das wieder voneinander trennen will? Ach, ich muss einfach nur schütteln! Ah, warte mal, das probiere ich jetzt hier vorne nochmal aus. Also wir haben ja einen Weg, aber ich will es einmal auf den Originalweg versuchen. Ich wusste nicht, dass ich einfach nur schütteln muss, verdammte Axt. Hätte ich das gerade eben schon gewusst, ne? So. Volle Kraft voraus! Kann ich das auch bewegen, wenn ich draufstehe? Ne, wenn muss ich das hier oben bewegen, ne? Ach, ich weiß, was los ist. Nein, ich will mitfahren. So, jetzt weiß ich wenigstens auch, wie die Ultran komplett funktioniert. Hi, Candy. Ich hab's mal geschafft. Ich hab was in meinem Leben hinbekommen. Jetzt kann man stolz auf mich sein. Das ist eine sehr schöne Statue. Irgendwie klingt das so nach dem Motto, sei froh, dass du es überhaupt hinbekommen hast. Och, mir geht's ganz gut. Huste ein bisschen, aber ansonsten geht's. Ich habe gerade eben den Arm verloren. Jetzt habe ich einen neuen Arm. Einfach begrapschen, Link. Och, mir geht's ganz gut. Ich huste nur so. Ich weiß auch nicht, wieso. Genug getrunken und so weiter habe ich eigentlich. Segenslicht, ein Kristall des Ehrenlichts. Okay. Dann mache ich ja meinen Arm wieder besser. Danke. Ciao. Shining, 26 Jahre, braucht 3 Minuten, um zu verstehen. Nee, warte, ich glaube, es waren eigentlich 10. Dass man schütteln muss, um Sachen voneinander zu trennen. Oh. Okay, ich muss nur 2 Schreine hier finden. Die habe ich mir schon markiert. Du kennst das Pad? Ja, das habe ich schon rausgefunden.
Ich sollte mir eventuell noch mal die Markierungen wegnehmen. Damit ich mir nur die Markierungen da einsetze, wo ich auch hin muss. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.